Moin Leute, willkommen zu der ersten Online-Folge von For Honor. Spielen das Spiel For Honor einmal online, bis mein PS Plus abgelaufen ist. Und dann spielen wir es direkt an dem Tag. Eventuell werde ich auch dann God of War Ragnarok spielen. Oh Gott, was ist das denn? Aber naja, wir werden das dann 20 Minuten jede Folge spielen. Ist auch online, das heißt, wenn ich es online spiele, dann ist immer ein Strich. Wenn es Story-Spiele sind, dann immer Hashtag. Also nur damit ihr es wisst, das mit dem Hashtag ist ja für Part. Das ist einfach Strich. Das heißt, bei mir ist das online, wenn da ein Minusstrich in der Mitte ist. Zwischen For Honor und einem Titel, bla bla bla. Kennt ihr ja schon den ganzen Scheiß. Mein Plan war es ja eigentlich mit Tor der Gott, ich sehe das zu spielen, aber irgendwie kenne ich den ja gut. Warnung, bitte vor dem Spiel lesen. Vielleicht lesen wir es mal. Irgendwann in 30 Jahren. Ubisoft. Irgendwie jedes Spiel auf meinem Kanal sind gefühlt immer von Ubisoft. Ich weiß auch nicht warum. Trailer gucke ich mir jetzt nicht so gerne an. Und falls man mich fragt, wann spielst du wieder Assassin's Creed Valhalla, ich werde es euch bald sagen. Die Regeln der Schlacht festlegen? Ja, ich will nichts festgelegt haben. Die Strategie für die nächste Schlacht planen, Truppen für die Schlacht verpflichten. Nein, danke, ich will nichts verpflichten. Persönlich will ich euch nachher erstmal meine Sachen zeigen, die ich eigentlich quasi schon vorbereitet habe, die ich Ideen habe, dass ich jetzt irgendwie mehr For Honor spiele als Fortnite, für online, auf meinem Kanal, bla bla bla. Alter, was ist das denn? Was? Erstelle dein eigenes Emblem. Was ist das denn? Farbe 2? Transformieren? Was ist das denn? Hallo? Oh Gott, was ist das denn? Sieht das der Deckungsmodus? Verschneiter Tag. Falkenheim? Junge, ich bin kein Falke. So. Kampf, du kannst Angriffe nur bei aktivem Deckungsmodus blocken. Och, ja, ich kenne das Spiel schon. Ich habe das immerhin schon vor 3 Tagen mal gespielt. Voll vor 3 Tagen. Als würde ich das Spiel ab und zu solo spielen. Wir überspringen diese Scheiße, glaube ich, mal nicht. Wer ist das denn jetzt? Und das bin scheinbar ich. Ein Wikinger. Sie uns die erreichen den Gegner. Ah. Och, ja, ich spiel.
Junge, ich bin noch nicht bereit, um Scheiße zu spielen, Alter. Ja, okay, hallo. Ja, okay, hallo. Der Story-Modus, Arcade, Training, Shop, Helden. Übrigens, Leute, ich werde euch kurz das Spiel ein bisschen erklären. Greif. Alter, Junge, leck mich doch am Arsch. Wie teuer ist der denn? 7,99. Übrigens, Leute, wir haben hier verschiedene Charakter, wie zum Beispiel den Ritter. Mit seinem, ich weiß nicht mehr, war das ein Assassine? Ich glaube schon, ne? Ne, Meuchler. Dann haben wir den schweren Kämpfer. Und jetzt ist das hier ja der schwere Kämpfer. Gehen wir auch zu den Wikingern jetzt. Wir haben hier den schweren. Eigentlich recht gesagt, ist das der schwere. Das ist der Meuchler. Das hier ist keine Ahnung, wer das ist. Das ist hier einfach mal ein Highlander. Sagen wir mal. Das ist Kriegsfürst. Eigentlich den hier fühle ich mich irgendwie mehr. Und das ist halb der Schwere. Gehen wir mal zu den Samurais. Kensei, Tod der Gottes Charakter, so gesagt, mir gesagt. Oder war das Orochi? Ich habe keine Ahnung. Shugoki haben wir hier. Den so gesagt besten, glaube ich. Der Fette. Kobushi, der Schnelle. Hey, dann haben wir ja wieder neue. Kann das sein? Sind das neue? Mongolen? Sind das hier? Piraten? Okay. Perser. Ja, Perser mit verschiedenen anderen. Und das sind Mongolen. Mit Wukong. Jetzt spielen wir mal. Persönlich sehe ich mich irgendwie in dem hier. Ich nehme den hier. Anpassen. Das Ding freigeschaltet, okay. Ach ja, man muss die ja freischalten. Was ist das denn hier alles? Die Band wieder zusammen, Trophäe erhalten. Von den Rittern fühle ich mich irgendwie bei dem hier wohl. Aber auch vielleicht bei dem hier. Irgendwie der hier ist mal besser. Dann hole ich mir auch noch einen Samurai. Und hab einen Samurai. So, dann können wir jetzt mal auf Multiplayer gehen. Und spielen wir mal eine Runde. Krieg ist ein fortwährender plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Okay. Nach jedem Match erhältst du Truppen entsprechend deiner persönlichen Leistung. Deine Truppen werden nach jedem Match auf alle Konflikte deiner Fraktion verteilt. Du kannst Okay. deine Truppen aber auch manuell einsetzen oder deinen Kriegsbanner auf einem spezifischen Territorium platzieren. Der Fraktionskrieg ist in Schlachten, Feldzüge und Saisons unterteilt. Schlachten finden alle 11 Stunden statt. Feldzüge dauern 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Nach jeder Schlacht fällt das Territorium an die Fraktion, die dort die meisten Truppen eingesetzt hat. Die Weltkarte wird aktualisiert und die verschiedenen Fronten werden entsprechend verschoben. Ein Teil der Truppen der siegreichen Fraktion wird auf dem eroberten Territorium zurückgelassen. Die Front bestimmt, auf welcher Karte du spielst.
Auf einer Karte, die erst den Rittern gehört hat und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jedes Feldzugs erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung entsprechend des Rangs ihrer Fraktion in diesem Feldzug. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht. Okay, reicht! Okay, ich hab's schon verstanden. Siege. Suche nach Spielen. Spielersuche. Ich weiß generell nicht, ob das noch Spieler spielen, also. No. Müssen wir wohl warten, ne, Leute? Bisschen warten geht auch über Studieren. Über dem Aufsucher abbrechen. Aha. Sitzt, die ist der Sitzung beigetreten. Oh. Krass. Darf ich mir denn eigentlich einnehmen? Na, spiele ich Wikinger. Oder EP-Boost? Nein. Komm, wir sind keine Cheater. Oh, aber naja. Zwei PlayStation-Spieler, zwei Xbox-Spieler wahrscheinlich, ne? Oder sind das PCs? Und der eine Master-Bimmer sucht immer noch. Ach, guck mal. Oh mein Gott, das ist ein ganz gutes Team. Schlachtvorbereitung gegen Ritter. Wikinger gegen Ritter, okay. Es hieß ja so, ich soll. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, wo bin ich? Ich bin davor. Oh, ja. Junge, gegen wen soll ich denn da kämpfen? Guckt euch das doch mal an! Wie ein Fettsack mit einer Keule, warum steht er vor mir? Warum? Warum steht er vor mir? Warum steht der Fettsack vor mir? Warum muss der vor mir stehen? Ich bin doch wesentlich länger als ich. Ich werde sterben. Warum steht der Fettsack? Voll meiner gegen den Fettsack, Alter. Nee. Wikinger! Wir sind Wikinger! Ab Leute! Angriff! Okay, wie geht das? Okay. Okay, sanfter Schlag, krasser Schlag. Alles klar, wir gehen hier auch. Ich bin nicht so schwer, aber auch klein. Wie läuft der denn? Guckt euch das mal an. Eingenommen. Na ja, du. Oh. Zone C eingenommen. Oh. Oh. Yeah. Oh. Leben holen. Hey! Oh je, oh je. Oh, ich kann doch nicht gegen zwei. Weg da. Weg da. Ich bin tot. Zone A verloren. Mist. Ich
bin wieder da und komme zur Rache. Los, Männer! Wir gehen diesmal frontal rein! Alter, ich kann hier nicht raus! Oh mein Gott! Alter! Ich werd zusammengeschlagen! Ich werd zusammen. Ja, ich wollte. Aua! Oh, das hört sich nicht gesund an. Ich wurde gerade zusammengeschlagen. Das tat ja weh! Autschi! So wird man zusammengeschlagen, Leute. Wenn es keinen Weg raus gibt, wird man zusammengeschlagen. Junge, 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 Junge. Zone A eingenommen. Oh, hi. Wie weicht man aus? Ja, ich hätte. Alter, aua! Zone A verloren. Ich wurde zusammengeschlagen. Ich wurde zusammengeschlagen schon wieder. Das ist nämlich nicht nett. Okay, ich werde ständig zusammengeschlagen. Der schwere Hieb braucht auch nur einige Zeiten, Alter. Zone C eingenommen. Zone A eingenommen. Oh, ups. Upsie. Das war ja mit Druck! Autschi! Junge, oh, ich fühle mich hier wie als würde ich. Ich fühle mich gerade so, als würde ich hier gerade wirklich einfach. Mich verprügeln lassen. Ich werde hier verprügelt. Ich werde hier einfach verprügelt. Ich werde hier verprügelter als keine Ahnung. Erst mal gucken. Zone A eingenommen. Okay, wie roll ich denn hier weg? Ah, X. Okay, gut. Okay, mit X kann ich ausweichen. Das ist dann schon mal gut. Zone C eingenommen. Dazu. Ich will doch nicht raus da. Was ist da los? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Aua. Alter, ich werde hier doch angelogen. Exekution, Alter. Aua. Ai, ai, ai. Aua. Das ist so dieser Moment, man spielt das erste Mal. Zone C verloren. Zone C verloren, ja.
Zone A eingenommen. Zone A eingenommen, B aber nicht. Na gut, gehen wir mal hier hoch. Na, wer hat denn hier oben eingenommen, hm? Ihr Rentner wartet hier oben auf mich. Keiner? Zone C eingenommen. Keiner wartet auf mich? Okay. Ich springe runter. Das feindliche Team bricht ein. Der Feind hat sich erholt. Ihre Front bricht zusammen. Zone C verloren. B ist da oben oder wo ist B jetzt? Ich verstehe das auch noch nicht. Ist legendär. Ich hab das feindliche Team bricht ein. Zone C eingenommen. Ei, 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 ei. Ey, hallo, hallo. Hallo, ich werde hier zusammengeschlagen. Ich werde hier zusammengeschlagen. Ich werd zusammengeschlagen. Was soll der Scheiß? Oha. Ich schlage mich zusammen. Muss ich das halt aufhalten? Mensch. Zone A eingenommen. Alter, ich kann mich doch nicht um zwei kümmern. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich brenne. Eis. Na gut. Gewinner, Verteidiger. Alle stumm schalten. Das war's erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz ehrlich. Alles überspringen. Bla bla bla. Kenne ich ja schon. Abbrechen. So, Leute, das war's aber echt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten geht's wieder weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.